So, heute machen wir mal belgische Waffeln. Und dazu habe ich hier ein Waffeleisen. Das mache ich erstmal an. Und das habe ich vorher schon mal ausgebuttert. Wenn ihr so ein Waffeleisen habt, selbst wenn es beschichtet ist, muss es fett gesehen haben. So. Belgische Waffeln gehen ganz einfach. Ist eigentlich wie ein Pfannkuchenteig, nur mit etwas Backpulver. Ich nehme hier 4 Eier, normalerweise 3, 4 kann man nehmen. Ich habe heute einen Mitesser und daher nehme ich 4 Eier. So, dann machen wir hier einen Schluck Milch dazu. Ein Schuss mehr, so. Prise Salz nicht vergessen. 2 Esslöffel Zucker oder ein bisschen mehr. Ein Tütchen Vanillezucker oder Vanillinzucker. Und dann müssen wir erstmal ein bisschen aufrühren hier. Und dann kommt hier erst einmal Mehl hinein, ein bisschen. So, währenddessen kann ich schon mal hier die Platte anmachen für die heißen Kirschen. Das ist ein Glas Kirschen, Schattenmorellen oder Sauerkirschen. So, mache ich hier noch das Mehl rein. Dann kommt hier Backpulver rein. Nicht alles, nur so ein bisschen. Und noch was Mehl drüber, damit es sich im Mehl verteilt. So. Und dann müssen wir kräftig rühren. Oh, muss noch ein bisschen rein. Soll nicht zu flüssig sein. So, das war's an Mehl. So, dann haben wir schon unseren Teig hier für die Waffeln. Ja, prima. Perfekt. Könnt ihr das sehen? So muss das sein hier. So. Und dann schauen wir mal, was das Waffeleisen sagt. Die Lampe ist auf grün. So, und dann nehmen wir hier so eine Kelle. Und in der Mitte verteilen. So, das ist schon genug. Waffeleisen zumachen. So, jetzt widmen wir uns mal den Kirschen. Und zwar habe ich hier Backpulver. Puddingpulver, Vanillepuddingpulver. Das ist aber nichts anderes als Stärke. Und man könnte jetzt auch normale Stärke nehmen. Aber ich habe hier Puddingpulver, da sind noch ein paar Aromen drin. Und da kommt jetzt noch ein Tütchen Vanillezucker noch extra dazu und 2 Löffel Zucker und an die Kirschen gebe ich auch noch 2 Löffel Zucker. Einmal schön durchrühren hier. So. Dann mache ich hier ein bisschen Wasser dran. Rühre das mal glatt. Ja,
und die Kirschen fangen jetzt schon langsam an hier. Werden schon heiß, ja. Kirschen fangen schon an zu köcheln hier. So, dann kann ich hier jetzt mal das Puddingpulver reingeben. Dann lasse ich das noch einmal aufkochen. Es wird gleich wieder klar. Ja. Ja, einmal aufkochen lassen. So, und jetzt kann man es auch runternehmen. Muss sie nicht verbrennen. So, dann habe ich schon hier die heißen Kirschen. In der Zwischenzeit dürfte auch unsere Waffel gut sein. Und hole ich die mal raus hier. So. Und so sieht dann eine perfekte Waffel aus. So, jetzt muss ich nur noch die Sahne schlagen und dann sehen wir uns gleich wieder.